Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Betrunken89 und heute geht's mal mit Diesel Power, der 295088-9 der Re Bavaria Logistik, geht's heute von Schwandorf nach Fortenwald mit einem leeren Flachwagenzug. Und zwar, ich zeige euch mal die Strecke, wo es lang geht. Und zwar, wir starten hier in Schwandorf und biegen links ab. Ja, vielen Dank. Über Wackersdorf, Altenschwand, Bodenwür-Nord. Hier ist noch ein anderer Betriebsteil drin. Sehen wir dann über Neubau und Roding nach Kamm. Und Kamm dann über Kurt-Meißling, Anschwang nach Fortenwald, und Fortenwald habe ich dann den Zug an die Kollegen der JD Cargo übergeben. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, hier von Open Railway Maps. Wir starten, weil dieses Video geht 1 Stunde 25 Minuten, anderthalb Stunden Fahrspaß jetzt mit der V90. Wir starten im Morgengrauen in Schwandorf. Hab den Zug mit der V90 schon gebracht von Saal nach Schwandorf und bin umfahren, und jetzt geht's von Schwandorf nach Saal. Für Leute, ich habe ja schon mal das Video gezeigt von Schwandorf nach Saal. Das ist nach dieser Schicht passiert, also nach dieser, wie soll ich das sagen? Nach dieser Fahrt. Genau. Hier sagt, der Zug ist zwar ein Leerzug, aber man darf die Steigungen vor allem von Schwandorf raus Richtung Wackersdorf natürlich nicht unterschätzen. Aha. Auf jeden Fall muss ich sagen, in der Früh. Das ist ja schon ein bisschen her, das Video. Da war noch nicht Sommer, es war Frühling. Aber dieses Sonnenaufgangsfahren finde ich voll geil. Linke Seite seht ihr den Fahrdienst leider Schwandorf. Und den Weichenwärter, die sitzen nebeneinander. Auf der rechten Seite war auch nochmal ein Wärterstellwerk. Und wir biegen jetzt, wie gesagt, links ab Richtung Kamm in der Oberpfalz. Wie gesagt, Schwandorf ist ortsgesteuert, und die Bahnhöfe Wackersdorf und Altenschwand sowie die Bahnhöfe Bodenwür-Nord und Neubeu, genau, sind von Bodenwür-Nord aus gesteuert. Genauso wie Maxhütte-Heidhof auch. Das ist auch von Bodenwür-Nord gesteuert. Maxhütte-Heidhof liegt ja zwischen Schwandorf und Regenstauf. Genau. Das ist nämlich immer das Problem. Letztens bin ich hier mit der 218er eingefahren, am Samstag auf Sonntag. Oder war es Freitag auf Samstag? Auf jeden Fall eins der Tage. Ich glaube, Samstag auf Sonntag. Und da haben die dann oben alle Betriebsruhe, also Kurt-Meißling, Fortenwald, auch wenn Fort oben ja ESTW ist, und Kamm in der Oberpfalz haben Betriebsruhe. Der einzige, der dann noch da ist, ist Schwandorf und Bodenwür-Nord. Da musste ich mich letztens schon sputen, dass ich da noch gut rauskomme. Auf der rechten Seite seht ihr die Werkstätten von Alex. Also die, ja genau, vom Alex. Das Werk, da sind würden, wie gesagt, ER20 werden dort gewartet, die Reisezugwagen und die RE1 von der, ich weiß nicht, ob die ER1 heißen, aber auf jeden Fall die Triebwagen von der Oberpfalzbahn. Und wir fahren jetzt Richtung Sonnenaufgang. Wie gesagt, ich habe jetzt bei der 95 wirklich volle Leistung gegeben, aber du kommst nicht wirklich, bis kurz vor Wackersdorf kommst du nicht über 40. Einfach wegen der Steigung, muss man einfach dazu sagen.
So, dann gibt's gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die guten zuerst. Ich habe es geschafft, wieder zwei neue Führerstandsmitfahrten in der Rohfassung aufzunehmen. Und diesmal geht es nicht nach Bayern. Diesmal geht es nach Niedersachsen. Und das zweite Bundesland kann ich euch nicht verraten, weil wenn ich euch das verrate, wisst ihr gleich, wo der Endpunkt ist. Es werden also zwei Führerstandsmitfahrten in Niedersachsen geben, im hohen Norden, sage ich jetzt mal. Und darauf könnt ihr euch schon freuen. Eine wird es nächste, also in 2 Wochen geben. Und das bringt mich zu der schlechten Nachricht. Dadurch, dass ich natürlich jetzt wieder auch in den hohen Norden einmal gefahren bin, was echt cool war, kommt dieses Video heute etwas später raus. Und es tut mir leid, meine Kanalmitglieder, dass ihr das Video nicht so früh zu sehen bekommt. Die alle das normal gucken, sehen es ganz normal am 4. September. Ich hoffe, ihr Kanalmitglieder seht es mindestens ab den 1. oder 2. September. Genau. Wie gesagt, wir sind hier unterwegs in der Oberpfalz nach Wackersdorf. Wackersdorf hat ja einen, wie soll man das sagen, einen sehr, wie soll ich das sagen, einen kuriosen Ruf. Wenn man jetzt auch in Sachen Atomlobby, Atommüll hingeht, und zwar Wackersdorf sollte ja damals, oder Wackersdorf Nord, sollte ja damals eine Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstoffe kommen, geplant vom Strauß, also vom Atomstrauß. Und da gab es ja da auch in der Oberpfalz die riesigen Proteste, weil es wurde, wie gesagt, schon oft geplant, dass die Fabrik da zu errichten. Und dann hat man gedacht, wie gesagt, die Oberpfälzer, das gemütliche Volk, das wehrt sich nicht. Falsch gedacht. Genau. Wie gesagt, Wackersdorf und Wackersdorf Nord, der Anschluss, sowie Altenschwandt ist alles von Bodenwürnrod aus gesteuert. So, dann fahren wir an McDonald's Schwandorf vorbei. Rechts ist das McDonald's. Da war ich auch schon mal essen. Witzige Geschichte. Da wollte ich doch tatsächlich, nachdem ich bei Regio-Weg bin, wollte ich doch bei der Funklandbahn anfangen. Besser gesagt beim Alex, wo ich gedacht habe, oh, ich wohne da unten, es wäre doch cool. Dann war ich dort mit zum Vorstellungsgespräch gewesen. Ich muss ein bisschen die Zeit hochstarten bis Wackersdorf, wir waren noch 40. War ich dort zum Vorstellungsgespräch und habe dann eine Betriebsdienstprüfung geschrieben, auch mit HL-Signalen, die ich ja gar nicht habe, weil ich habe ja nur DV301 und nicht DS301. Warte mal, halt, falsch. Ich habe DS301 und kein DV301. Das wird nämlich unterschieden. DV301 ist alles, was ehemalige DDR ist. So, und das habe ich offiziell nicht. So. Und da hat er mich gefragt, ein HL-Signal mit gelber Möhre unten, also was auch eine Vorsignalinformation zeigt, bekommst du ZS7, also Vorsichtssignal, fahren auf Sicht. Habe ich geschrieben, ja. Fährst bis zu Erkennen der nächsten Stellung VMAX 40. Also auf Sicht VMAX 40. Zeigt dieses Signal für einen Fahrtbegriff. Fahre ich weiter 40 bis 400 Meter drüber über das Signal. Und danach kann ich ganz normal Fahrplangeschwindigkeit fahren oder das, was halt das zu fahrzeugende Signal anzeigt. So. Dann hat er mir eine Betriebsgefahr draus gedreht, weil ich nicht hingeschrieben habe, dass das nächste Signal Halt zeigen kann. Und da war der Drops da schon gelutscht.
Ah, dann hat sich Locomotion gemeldet und bin ich zu Locomotion gegangen. So viel zum Thema. Und danach war ich, hatte ich keinen Bock und dann bin ich mit meiner Frau, damals noch Freundin, bin ich da zu McDonald's essen gegangen. Deswegen war ich schon mal da. Wie man sehen kann, ich weiß nicht, ob es mal so war oder ob es angedacht war oder ob es, wie gesagt, schon mal so war. Die Strecke ist relativ, also der Bahndamm relativ breit. Es könnte schon mal zweispurig angedacht gewesen sein, beziehungsweise vielleicht war es ja schon mal zweigleisig. Genau. Und du kommst dir dann schon ein bisschen witzig vor mit deinem leeren Zug hinten dran und denkst dir, warum wirst du nicht schneller? Aber was würde ich sagen? Was würde ich sagen, dass man Boden Bernard, dem Fahrdienst oder der Fahrdienstleiterin, das werdet ihr noch merken, echt danken kann, weil die hat wirklich alles möglich gemacht dann. Ansonsten, wie gesagt, wenn du hier wirklich Pech hast, dann stehst du hier überall zur Zugkreuzung. Und so lang ist es eigentlich gar nicht von Schwandorf nach Fürth. Eigentlich schaffst du das locker in einer Stunde. So, Einfahrtsignal Wackersdorf in der Oberpfalz. Und ich muss mir vorstellen, hier ist unser ständiger Begleiter. Erstens mal die Sonne und zweitens mal die Bäume. Also der ist wirklich von Schwandorf mindestens bis Kamm. Hast du ständig links und rechts Bäume. Vielleicht mal Sümpfe und ein bisschen Seen, aber links und rechts Bäume. Man muss auch dazu sagen, was diese Strecke leider nicht mehr hat. Man sieht überall noch alte Stellwerke, also Bahnanlagen, die fehlen. Man könnte ja noch öfters kreuzen. Weil, ob man es glaubt oder nicht, hier ist ganz schön was los. Du hast pro Stunde hast du den Alex pro Richtung und du hast zum Teil noch hier den 612, der hier lang pfeift. Zum Teil sogar bis vor dem Wald. Der kommt von Nürnberg. Oder was es auch hast, du hast hier noch die Oberpfalzbahn, die ja auch noch mit hinfährt, lang fährt. So, jetzt sind wir bei 50 km/h mal angekommen. Weil ich von 90 schaltet im Stellgang bei ungefähr 50 vom langsam von einem Wandler in den anderen. Jetzt sind wir mal bei 50 angekommen. In Wackersdorf. Ja, das wird heute eine etwas entspannte Tour. Ansonsten finde ich ganz cool, wie sich das Sonnenlicht im Vorbau spiegelt. Finde ich super. Was ich sagen kann, vor 90, also zu 95 und 88, war auch in letzter Zeit zu Gast im hohen Norden. Und zwar fahren wir ja gerade, dieses Jahr fahren wir für Roncalli. Und da war sie wohl auch mal oben gewesen. Genau. So, ich finde, wie gesagt, den Wolkenausblick richtig cool. Und hier finde ich auch gut, dass hier freigeschnitten wurde an der Strecke. Man sieht, man hat ein bisschen mehr freigeschnitten. Da braucht man sich bei Stürmen nicht mehr so große Sorgen zu machen, dass mal ein Baum quer liegt. Sieht zwar nicht so schön aus, wie wenn es direkt an der Strecke steht, aber auch noch ganz in Ordnung. Man hat nicht übertrieben. Wenn man damals gesehen hat, zwischen Rosenheim und Kufstein haben sie einmal richtig freigeschnitten. Da hast du fast 50 Meter pro Seite keinen Baum mehr stehen gehabt.
Genau. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja immer das Schöne, wenn man solche Videos macht. Wenn man solche Videos macht, man nimmt die irgendwann mal auf, bearbeitet die und dann bleiben die im Ordner. Zum Teil fast ein halbes Jahr oder so. Hier ist übrigens der Anschluss Wackersdorf Nord. Da links gegenüber war die ehemalige Entladestelle für die Kastwagen, die gedacht waren. Da standen ja, glaube ich, auch schon Kastoren da, die haben sie dann wieder weggebracht. Jetzt ist da unten Wackersdorf Nord und Aldenschwang ist ja Industriegebiet. Genau. Und wie gesagt, was ich sagen wollte, die bleiben dann ein halbes Jahr oder sogar länger bei mir auf dem Ordner. Und wenn man das dann das erste Mal sieht, dann ist man dann schon echt wieder überwältigt, was das eigentlich für schöne Bilder sind. Und ihr seht es ja noch cooler, ne? Also. Ihr seht es ja wirklich, wenn alles klappt, das in schön auf dem Fernseher in 4K in Großaufnahme. Schlimm ist es nur im Sommer, wenn du im Sommer fährst und dann kackt dir so ein Insekt da auf die Scheibe, wie es mir schon mal passiert ist, dazwischen Landshut und Regensburg. Und da dann wird es einfach nicht sauber. Dann, oder du merkst es nicht und dann hast du Fliegenschiss auf dem Bild. Das ist mir auch schon passiert. So, dann kommt's. Einfahrvorsignal von Alten. Schwang. Er sagt, in einen alten Schwand, meine ich, Entschuldigung. Und in alten Schwand geht es dann links auf die Seite. Alten Schwand, ganz cool gemacht, der Bahnhof. In alten Schwand kann er dich. Diese Helden, dieser Kommentar kam jetzt von mir, weil ich den Fahrdienstleiter Ford angerufen habe und hatte da eine Tankstelle noch gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Tankstelle oben hat, damit ich da oben gleich tanken kann, bevor ich zurückfahre. Dann hat er gesagt, ja, die hatten mal eine, die hat die DB Energie aber zugemacht. Jetzt müssen sie zum Tanken immer nach Kamm fahren. Ja. Das Lustige war auch da, ich habe jetzt da zurück zu einem Kamm getankt. Weil normalerweise wird ja die V90, wenn die 4, die ist ja eigentlich oft in Saalen Rangierdienst eingesetzt und da kommt der Tankwagen zum Tanken, aber der kam irgendwie nicht. Und dann hat man halt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ganz böse stocksteif sagen muss, hat man dann Kollegen, die melden das, die sagen dann nicht, du hast wenig Diesel und dann habe ich halt getankt. Habe ich halt geschaut und dann waren noch 700 Liter oder sowas drin. Und die 295, die ist ja so geil, die hat ja zwischendrin natürlich ein, wie soll man das sagen, ein. Habt ihr das gesehen? Entschuldigung, Entschuldigung. Da muss ich mal ganz kurz zurück. Das habe ich gerade. Schaut's mal hier. Entschuldigung. Hier habt ihr ein LF1, ne? Kennziffer 1, 10 km/h. Und schaut mal, wo das LF2 ist. Hier. Also das bedeutet, du darfst mit 10 km/h auf den Prellbock drauf fahren. Entschuldigung. Entschuldigung. Weil ich sagen wollte, die sagen einen nicht oder beim Übergabedienst oder schreiben es nicht rein, wie viel noch Tank ist. Und soweit ich weiß, hast du bei einer V1 nicht drinstehen, den Tankinhalt zu kontrollieren. Das machst du bei der A3. Und bei der A1, also beim Abrissdienst, du schreibst das Übergabebuch rein. So.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann halt im Kamm getankt, wo die Triebwagen dann immer tanken. Und habe dann gleich mal 2200 Liter getankt. So, fährst ja Aldenschwand rein. Und Aldenschwand ist das Coole. Du hast da hinten, haben sie dir extra so ein, wie soll ich das sagen, ein Gleichstumpen hingemacht. Das bedeutet, der Durchrutschweg, der kann also von beiden Seiten kann der Einfahrt ziehen. Das ist echt cool. So sparst du dir echt Zeit. Hatte ich nämlich bei der Rückfahrt, dann hat mir Einfahrt gegeben und hat die Oberpfalzbahn aufs andere Gleis gelassen. Und wir haben dann fliegend gekreuzt. Ja, da habe ich, wie gesagt, 2200 Liter in Kamm getankt und habe gefühlt ihre Tankstelle leer gemacht. Du siehst wirklich, wie die 90er erst auf einer Seite füllt, ganz schnell bis fast über, ich kenne jetzt nicht mehr auswendig die Anzeigen. Aber auf jeden Fall für die auf einer Seite dann schnell, bis dann der Überlauf kommt, der Tankverbindung. Und dann füllt es erst den anderen Tank. Das haben sie bei der 18er ein bisschen besser gelöst. Muss ich ehrlich sagen. So, 20 Minuten und wir sind bis Altenschwand gekommen. Yeah! 20 Minuten für wie viel Kilometer? Warte mal. Für 10 Kilometer. Yeah, läuft. Übrigens, Einfahrt, Ausfahrt mit je 60. Steht im Fahrplan E60 und A60. Und jetzt habe ich, glaube ich, mit dem Fahrdienst schon geredet in Aldenschwand. Dann haben wir gesagt, wir kreuzen hier mit der Oberpfalzbahn in Aldenschwand. Und dann kürzeste Fahrzeit bitte bis Bodenwöhr. Oder die sagt's noch. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, die haben wir schon geredet. Und hier seht ihr, links hier das Stumpfgleis. Natürlich geil, da kann er mich dann von zwei Seiten einfahren, von zwei Seiten einfahren lassen. Ganz schön weit steht die R10-Tafel draußen. Was du hier immer auch hast, du hast hier Übergänge im Wald, so kleine Fußgängerüberwege. Das ist doch ganz cool. Es ist schon hier schön zu fahren, muss ich sagen, vor allem am Morgen. Macht schon Spaß. Und jetzt werdet ihr sehen, jetzt geht es auch ein bisschen zackiger bis Roding. Und Roding ist dann Kreuzung, glaube ich, mit Alex. Genau. So. Schauen wir ganz mal in YouTube, was ihr Schönes geschrieben habt oder auch nicht. Jetzt sind wir bei 50. Jetzt geht schon besser, jetzt ist schon ebener. Übrigens, ne? Übrigens, nimmt mir meine
nimmt er meine Reels, meine Videos hier, zum Beispiel mit dem U-Bahn-Wagen, nimmt mir die nicht so ernst, okay? Weil ich habe hier letztens ein Video reingestellt, rangieren auf dem Schrottplatz, wo hier auf dem Schrottplatz so alte U-Bahn-Wagen rangiert werden. Meine Meinung ist, muss ich ehrlich sagen, man soll Altes natürlich, bewahren, die guten Exemplare, aber es ist natürlich so, jedes, was hier ist, ist irgendwann mal vergänglich. Ist einfach so. Und vieles wird recycelt und so ist es halt. Ich finde ganz toll, dass die V90, mit der ich fahre, dass die noch nicht den Weg des Alteisens gegangen ist und noch weiter Verwendung findet und so weiter und so fort. Ja. Aber wie gesagt, alles wird irgendwann mal recycelt oder den Weg des Alteisen gehen. Das ist ein ganz normaler, Lebenszyklus. Ja. Und genauso ist es auch mit dem Wagen. Ich fand es nur amüsant, wie die Kollegen da rangiert haben, die alten Wagen, die wirklich nicht mehr so gut aussahen, muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann hat er die halt da beim Berg in dem Sinne ablaufen lassen, weil er die zusammenschieben musste und dann hat es halt ordentlich mal geknallt. Und das habe ich halt Gott sei Dank auf dem Video festgehalten. Ich finde es ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Und man muss nur sagen, du kannst nicht alles Alte behalten, weil wenn du alles Alte behalten würdest, dann wird es keinen Fortschritt geben. Ja, das ist einfach so. Stell dir vor, jeder würde noch, sagen wir mal, fällt mir jetzt gerade kein passendes Beispiel ein. Stell dir vor, jeder würde noch in einen Renault Clio von 2004 oder sowas fahren. Oder irgendwas aus dem Jahr 2000 oder sagen wir mal 1980 oder 1970. So ein Trabi. Nichts gegen Trabi, ich mag Trabi, aber ihr wisst, was ich meine. Und so ist es halt. Ne? Neues kommt, Altes geht. Was jetzt nicht falsch ist, dass ich jetzt nicht sagen soll, dass man alles Altes wegschmeißen soll. Man soll schon alte Sachen behalten. Ich habe auch gesagt, hoffentlich behält die U-Bahn München noch ihre alten U-Bahnen. Ich bin ehrlich, mit U-Bahnen kenne ich mich nicht so aus. Ich finde die aber trotzdem schön. Aber man kann auch mal so ein witziges Video posten. Und ist ja nicht, was ich gemacht habe. Das haben andere gemacht. Ich habe es nur bildlich festgehalten. Genau. Und jetzt seht ihr, jetzt geht's hier schon zackiger beieinander. So, das ist schon ein Vorsignal Bodenwür Nord. Und Bodenwür Nord zweigt rechts ab. Eine Strecke, eine Nebenbahn, Nebenstrecke über Puck in der Oberpfalz nach Nittau. Und links ging mal eine alte Strecke weg über Neuburg vorm Wald nach Rötz. Frag mich nicht. Sehe ich noch hier schön in Open Railway Maps und kann euch das erzählen. Auf jeden Fall weiß ich, dass im Bodenwür Nord oft Kopf gemacht wird von Güterzügen von Schwandorf, die in Aldenschwand das Terminal da hinten anfahren oder was steht da? Den Innovationspark Wackersdorf. Bodenwür Nord ist wirklich, mal abgesehen von Kamm, einer der größeren Bahnhöfe. Ein bisschen größer. Witzig ist, diese Strecke, auch wenn es eingleisig ist und Diesel ist richtig schnell, hier liegt auch GNT, also für Neigetechnikzüge. Ich glaube, der 612er fährt hier sogar 160. Wenn ich mich nicht irre, ich habe, glaube ich, auch LF7 gesehen mit 160. Wenn ich mich nicht irre. So, wir fahren Bodenwehr Nord durch. Dort rechts in den kleinen Haus winken uns gleich die Fahrdienstleiterinnen.
Wir rauschen durch mit 80. Gut, wir kreuzen doch nicht. Wir kreuzen in Rot. In Rot. Roting. Ich finde aber ganz lustig, so 80 km/h. Also ich bin letztens mal, hatte ich mal das Vergnügen, mal vorne im EDR mit der Schweiz, mit so also mit dem ETR, mit dem Pendolino da mal vorne mitzufahren. Und muss sagen, hier sehen 80 km/h bei der V90 voll schnell aus. Wo ich bei dem vorne mitgefahren bin, 80 km/h sehen bei denen vorne aus wie 40. Und der Buchloh eingefahren ist, habe ich gedacht, der fährt 40. Ich sage, was fährst du so langsam? Wie viel ist denn hier? Sagt er, ja, 80. Und schau ich so, Dacho 80. Kam nicht so langsam vor. Jeden Fall ist die Strecke da hinten wirklich, wirklich schön. Man merkt halt, du bist hier so der einzigste Güterzug fast. Also da ist, wie gesagt, noch Güterzüge, die bis Bodenwerk fahren. Ich glaube auch, die Rangiererübergabe, die fahren bis Kamm. Aber ich glaube, so richtigen grenzüberschreitenden Güterverkehr in die Tschechei gibt es selten. Ja, das relativ selten. Ich habe gehört, es soll wohl öfters jetzt Anfragen geben. Mehr möchte ich da nicht in Detail gehen. Aber man will wohl mehr Güterverkehr fahren. Aber man hat halt die Tonnagen sind wohl einigermaßen hoch. Aha, genau. Man möchte, aber man muss schauen, wie man es halt verwirklicht. Genau. Jetzt hier geht's gerade hin. Ja, genau. Kommentar war mal stehen geblieben. Kann ich noch was, vorlesen? Auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde es ganz cool, dass die Bäume so alle die gleiche Größe haben. Für mich, oder so, für mich kommt es vor, als würden die alle so. Also ich bin jetzt kein Naturexperte, aber für mich sieht es schon alles sehr künstlich gepflanzt aus. Also wenn ich nach Rumänien gehe und schaue dort in den Wald, da ist es alles unterschiedlich. Alles. Da gibt es jetzt Kommentare, auf die kann ich nicht eingehen. Wenn ich auf die Kommentare eingehe, verrate ich meine nächsten Führerstands mitfahren. Ich finde auch ganz toll, dass ihr mein Bentley vs. 218 Video so gefeiert habt. Das vor allem von Altbau E-Log-Pfeife, das Wegimpulsgeber, das fand ich sehr lustig, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten kommt auf jeden Fall noch ein Video mit der KÖF und der 111er. Ich muss nur schauen, wie ich das mache, wenn ich Zeit, Lust und Laune habe. Ja, dann gab es jetzt noch zu meinem letzten Video ein paar Fragen. Zum Beispiel hat einer geschrieben, 160 km/h bei einer LZ, klotzgebremstes Fahrzeug, 140 km/h Höchstgeschwindigkeit, auch wenn die Fahrzeugzulassung mehr besagt. Dann so ein Hundertstel, da fehlen dann drei weitere Fahrzeuge mit funktionsfähiger und geprüfter Bremse, um dynamische Bremse anrechnen zu dürfen. So, folgendes, ich habe mich da vielleicht nicht korrekt ausgedrückt. Ja? Bei dieser Führerscheinswertfahrt München, Leim, Ingolstadt fahre ich 160, Anzeige geführt. Du bekommst, das habe ich auch schon mal gesagt, mit einem allein verkehrenden Triebfahrzeug bekommst du nie und nimmer, das könnte mir jetzt natürlich jemand verbessern, aber nie und nimmer, das heißt ein 189, gut, 189 ist ein schlechtes Beispiel, weil die ja sowieso nur 140 kann, aber sei es ein Vectron, ein Taurus oder eine 111er. Ich habe nie Signal geführt, eine höhere Geschwindigkeit gekriegt
Signal geführt, sagen wir, wie 140. Da steht dann im Fahrplankopf steht 160 Höchstgeschwindigkeit, aber im Ebola drin, bei den Geschwindigkeiten, also neben den Betriebsstellen, steht dann höchstens 140. Hier ist ein Stellwerk. Hier gab es früher mal einen Bahnhof. Nur mal so. Ja. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, also 160, die Anzeige geführt, bin ich gefahren zwischen Abzweig Obermenzing und Petershausen. Danach 140. Gut, wäre das auch geklärt. Und es tut mir leid, das möchte ich auch noch mal sagen, dass ich das zwischen Pfaffenhofen und Rohrbach für Wein gehalten habe. Ja, ich trinke auch lieber Bier als Wein. Also Hopfen ist besser, aber es tut mir leid. Wie gesagt, ich kenne mich mit Eisbahn aus, aber nicht mit Pflanzen. Und jeder, der sich fragt, warum dieses Video zweimal hochgeladen wurde für Ostern-Spitfahrt München, also wo es eine Nummer 1 und Nummer 2 gab, hängt einfach damit zusammen, dass ich beim Video Nummer 1 ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert habe in Sachen meiner Firma und Zugtrasse pipapo. Und deswegen wurde an mich herangetreten und wurde gesagt, dass ich das bitte rausnehmen soll. Dadurch, dass ich das in einem Nachhinein, also ich in dem Nachhinein nicht mehr bearbeiten kann, nicht mehr wollte, habe ich das halt rausgenommen, das neue hochgeladen. Nur zur Verdeutlichung. Deswegen merkt ihr vielleicht jetzt auch bei mir, dass ich mich etwas, wie soll man das sagen, etwas vorsichtig ausdrücke in manchen Sachen. So. Das war's dann schon, leider mit den Kommentaren, weil, wie gesagt, so viel war ja nicht. Gamer Junge, 2144, wann könnten wir zusammen spielen? Ja, wenn du bei Trade Offer 2 online bist. Fährst du mal bei mir beim Stellwerk vorbei. So. Genau. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Hier. Ich finde solche Landschaften zwar echt cool, aber ich finde es immer ganz lustig, wenn so eine fast gleichbleibende Kulisse ist. Du musst halt echt schauen, wo du gerade bist. Auf jeden Fall sind wir gleich in Neubäu. Eigentlich hätte ich das ja auch in 2x45 Minuten legen können, dieses Video. Aber ich habe mir gedacht, ey, komm, das ist definitiv so spannend, die Strecke. Und was bringt es mir nach 45 Minuten im Bahnhof Roding zu enden? Roding kennt kein Schwein. Deswegen machen wir Schwandorf vor dem Wald heute. Wie gesagt, Neubäu auch gesteuert von Bodenwürth Nord. Kennt man auch gut, die haben alle solche riesigen Antennen. Muss doch mal schauen. Dieses steht hier irgendwo. Müsste sogar die hier sein, die gleich am Bahnsteig steht. Das sind solche Antennen für die, ich sag mal, Fernsteuerung.
Roding zum Beispiel ist dann gesteuert von Kamm. Aber ich finde es schon krass, wie viel, wie gesagt, freigeräumt ist. Und wer sich fragt, wer die Kessel da drüben sind, die so immer in der Nähe der Weichen stehen, das sind Weichenheizungen für den Winter. Das sind dann Gasheizungen. Ich muss sagen, es ist echt eine entspannte Fahrt da hoch. Ich muss aber sagen, seitdem, also vielleicht habe ich nicht darauf geachtet, aber seitdem ich losgefahren bin, in Altenschwang Richtung Roding, habe ich es jetzt noch kein einziges Mal abgeschaltet von der Leistung. Also ich habe es überhört. Ist dann wieder das Muss doch mal drauf hören. Also ich gebe die ganze Zeit, geht es immer bergauf an, die ganze Zeit gebe ich immer Traktion. Aber das war schon eine coole Schicht, vor allem, ich bin glaube ich früh um 6 bin ich gestartet und oder um 5, um 6 auf jeden Fall. Glaube ich, und um 12 Uhr, 12 Uhr mittags war ich dann zu Hause. War ich dann wieder zurück ins Saal und um 14 Uhr zurück zu Hause ungefähr. Auf jeden Fall ist Roding auch cool. Da kann ich glaube ich mit 80 sogar reinnehmen. Dann nimmt er nicht nach rechts. Der hat in Roding hat er drei Gleise. In dem Sinne eins für den Güterzug und zwei für Personenzüge. Und wenn er nachts keine Personenzugkreuzung hat, sondern nur dich mit dem Personenzug zum Beispiel kreuzt, dann nimmt er dich gerne mit 80 rein aufs rechte Gleis. Ansonsten geht es mit 60 nach links, soweit ich mich erinnern kann. Bin in letzter Zeit fort im Wald auch nicht. Und ich bin so oft gefahren. Letztes Mal bin ich gefahren mit der 218, glaube ich, 469 oder so war das. Bin ich einen leeren Kesselzug von Vohburg Bayernöl nach Vordenwald gefahren. Und ich hätte mir da die 218 308 gewünscht mit TB11. Das wäre nochmal viel geiler geworden. Aber ich hatte dann, wie gesagt, die 469, die hatten 4000, so ein MTU 4000. Unterschied ist, der 4000er hat halt 16 Zylinder, der TB11 nur 12. Der 4000er dreht höher wie der TB11 und hört sich dann natürlich auch anders an. Also mir persönlich gefällt der TB11-Sound viel lieber. Aber schön und gut, und dann fahre ich da mit dem leeren Kesselzug Kamm raus und muss natürlich in Kamm, werdet ihr auch noch sehen, musst du auf 40 km/h runter, weil du da eine vorübergehende Langsamfahrstelle hast. Und dann war es natürlich schon um 11 Uhr abends, bis ich da mal hingekommen bin. Und dann ging natürlich dann 11 Uhr abends schön das Geheule los. Man muss natürlich auch dann Kamm hast du wieder Richtung Kotmeißling, werdet ihr auch noch sehen, habt da hast du wieder bergauf. Dann geht's bergauf und dann schreit's da in der Nacht, schreist du da mit der Locke. Dadurch Kamm. Also das war ein Klangkonzert in Kamm. Die haben sich sicher zum Wochenende 11 Uhr gefreut, dass ich da lang gefahren bin. War sicher lustig. Für mich. Und ihr seht, Einfahrt mit 60.
Wieder E60. Wie gesagt, wenn du in die Kreuzung gehst, dann gehst du hier ganz nach rechts. Das Durchfahrtgleis ist das mittlere Gleis. So, jetzt sind wir 45 Minuten vorbei. Stell dir vor, jetzt würde ich hier einen Cut machen. Kein Schwein würde wissen, wer was Roding ist. Außer natürlich die, die hier dauerhaft als Leben. Was sieht man da drüben? Roding hatte da wohl auch mal früher ein Ladegleis. Ach, sagen wir mal, welcher Bahnhof hatte kein Ladegleis früher? Und ich muss sagen, der Wagenpark, den ich dran hatte, das war der Wagenpark, der echt am beschissensten gebremst hat. Ich muss mir vorstellen, der, wenn du angelegt hast, da hat er angelegt, das ging super. Aber ausgelöst hat der so beschissen. Musstest du fast jedes Mal mit der V90, die ja sowieso kein Schnelllöser ist, ja, musstest du immer angleichen, damit du wirklich die Bremsen wieder ordentlich gelöst kriegst. Gefühlt hat sich da bei jedem Bremsen und danach beim Lösen, die Steuerventile verklemmt. Gefühlt. Genau. 91 606, Servus. Servus. Warum? Kann ich leider auch nichts dafür. Halbe Stunde in Roding oder eine halbe Stunde bei dir? Ja. So, da geht's weiter. Halbe Stunde vorbei. Kam jetzt, glaube ich, der Alex von unten, der Alex von oben und noch die Oberpfalzbahn. Ja, war mir vor allem wichtig, hier ein bisschen vorher anzuhalten. Ja. Weil das mache ich ungern, wenn ich jemanden am Telefongespräch habe. Nah an das Signal ranfahren, das macht man nicht. Ja. Entweder telefoniere ich und bleibe vorher stehen, sicher stehen, oder wenn ich gerade auf Signal zufahre, dann gehe ich nicht ran. Oder ich nehme ab und sage, ich rufe dich schnell zurück, ich fahre gerade auf Signal zu. Weil beides gleichzeitig zu machen, ist schwierig. Einer hat mal gesagt, es gibt kein direktes Multitasking. Man wechselt zwischen den Aufgaben hin und her. Und dann hat er es mal erzählt, ich weiß nicht wer. Und gut, wir Männer sind, wir können ja sowieso kein Multitasking. Das sagt man ja sowieso immer. Und deswegen muss man dann auf eins verzichten. Es steht sogar geschrieben, irgendwo beim defensiven Fahren, dass Telefongespräche jeglicher Art bei Fahrt auf freigegebenen Signalen einzustellen sind. Das ist, glaube ich, aber soweit ich weiß, eine DB-Richtlinie, aber die ja nicht wirklich verkehrt ist.
So, wir fahren Roding raus. Nächster Halt ist Kamm. Und hinter dem Haltepunkt Pösing und zwischen Kamm durchqueren wir die Regentalaue. Aber ich muss sagen, das Wetter ist schon Bombe. Muss aber jetzt auch sehen, dass schon ein bisschen Zeit vergangen ist, weil die Sonne steht jetzt höher. Aber schnurrt wie ein Kätzchen in den 90er, muss ich sagen. Schnurrt wie ein Kätzchen. Was ich auch mal gerne für Schichten gefahren bin, ist mit der V90 zum Beispiel nach Treuchtlingen, Kesselwagen abholen für Vorburg und sowas. War mal ganz cool. Da hast du ein Zeitfenster von 4 Tagen, wo du die holst, die Gegner nach Vorburg zu beladen. Da habe ich mir meistens immer den Sonntag ausgesucht, weil da gibt es ordentlich natürlich nochmal Geld. Dann bist du da schön am Sonntag LZ. Nach Treuchtlingen geeiert, hast da die Wagen rausgezogen aus dem Stadtgleis und bist dann nach Vorburg geeiert und LZ dann wieder zurück nach Saal. War ganz lustig, sind immer ganz lustige Geschichten gewesen, muss man schon sagen. So, das ist der alte Punkt Pösing. Da hält auf jeden Fall einer sehr brav am Bahnübergang. Neben uns fließt die Regen. Der Fluss. Sehr gut. Links wäre auch so ein. Also wenn links bräuchte wahrscheinlich auch gerne einen Gleisanschluss. Was haben wir da? Holzwerke Gemach, okay. Bräuchten Sie ja auch mal einen Anschluss. Jetzt geht es wirklich hier nur geradeaus. Bis kurz vor Kam, ungefähr knapp 5 Kilometer. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Gerade zwischen Ulm und Biberach. Die knapp, ja, was sind es, 20 Kilometer geradeaus. Hier ist zum Teil cool. Wenn ich mich richtig erinnere, hier fährst du zum Teil auf dem Damm, wo links und rechts noch Wasser ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Man muss sagen, dafür, dass man hier, wie gesagt, schon ganz schön, das ist ja eigentlich eine Gebirgsregion, ist es hier schon relativ flach, muss ich sagen, in der Oberpfalz. Muss ich wirklich sagen. Also auf jeden Fall hier, wo wir rumfahren. Wenn du siehst, je weit das Auge reicht, landschaftlich schon sehr schön.
Siehst du aber das rechts, das müsste alles, das müsste hier jetzt alles Sumpfgebiet sein. So, sind wir hier, Regental. Aua. Vielleicht habe ich mich auch versehen. Auf jeden Fall rechts ein kleiner Teich, links ein kleiner Teich. Schon schön. Ah, nee, hier war das, ja. Genau, Rechtsteich, Linksteich und in der Mitte fahren wir. So, wir nähern uns Kamm in der Oberpfalz. Kamm ist ja wirklich so ein, wie soll man das sagen, ein sehr großer Bahnhof, auch ein langer Bahnhof. Der sich, muss mal kurz die Kilometrierung suchen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, wann der Bahnhof anfängt und wann er beginnt. Und es kommt jetzt gleich von links rein die Nebenbahn von Waldmünchen. Und hinter Kamm zeigt sich dann nochmal auf Richtung Vorderwald und Richtung Gottes Willen. Geht's ganz schön weit noch. Richtung Lahm. Wie gesagt, vor uns liegt Kamm und der Bahnhof ist echt lang. Und zwar, der hat auch in dem Sinne ist der im Bahnhof Kamm eine Abzweigstelle und der Bahnhof an sich vereint. Zeige ich euch gleich. Also einfach Vorsignal von Kamm. Der ist dauerscharf. Das habe ich damals auch noch nicht gewusst. Oder? Nee, doch nicht. Okay, cool. Ich habe gedacht, er war dauerscharf. Irgendeiner war dauerscharf. Auf jeden Fall hier schön im weiten Rechtsbogen geht es dann nach Kamm rein. Wie gesagt, auf dieser Strecke hast du drei unterschiedliche Signalsysteme, das habe ich noch gar nicht gesagt. Du startest bis Kamm, hast du das HP-Lichtsystem. Dann hast du in Kut Meislingen hast du Funksignale und dann hinter Kut Meislingen in
in Fort im Wald auf jeden Fall und in Armschwang hast du kein Signal. So, wir haben Durchfahrt in Fort. Darf sich aber auch nicht irritieren lassen, weil hier ist, wie gesagt, die Langsamfahrstelle mit 40. So, an dieses Signal beginnt der Bahnhof. Das war das Einfahrtssignal von Kam. Kam, würde ich sagen, ist an der Strecke zwischen Schwandorf und Furtenwald mit einer der, mit wirklich einer der größten Bahnhöfe. Natürlich Schwandorf der größte. Ist klar. Aber hier ist natürlich auch Abstellplatz für die Oberpfalzbahn. Auf der linken Seite seht ihr die Tankstelle. So, das ist kein Ausfahrtssignal, das ist ein Zwischensignal von Kamm. So, und jetzt geht's einmal durch die Stadt von Kamm. Finde ich ganz cool. Und hier müsst ihr euch vorstellen, nachts um 11, mittags war 18 und er lernt Kesselzug bei Höchstleistung. Hier raus. Wie das getrönt hat. Deswegen hast du jetzt auch ein ZS3 mit 100 stehen gehabt. Das bedeutet, du hättest nämlich, wenn du Ausfahrt hast, in dem Sinne in Kamm, Richtung Kurt Meißling jetzt, und wenn du mit 40 hast, müsstest du die 40 fahren bis zum Ausfahrtssignal. Ja. Aber es ist ja so, dass ich dann, wie gesagt, die Geschwindigkeit im anschließende Weichenbereich ja erhöhen lässt durch ZS3, deswegen steht da ein ZS3 mit Kennziffer 10 als Blechdarbe. Und dann darfst du auch 100 fahren. Und stellt euch mal hier vor, hier mit der 218er Dauerfahrleistung. So, wir haben die 50 wieder geschafft. Sehr gut. So. Entlang der Regen geht es weiter Richtung Bahnhofsteil Kamm, Schwedenschanze. Kann mir gerne mal ein Ansässiger erklären, warum das so heißt. Und das hier ist das Ausfahrtssignal von Kamm, vom Bahnhof Kamm.
So, rechts geht's dann runter nach Lahm und links geht's mit uns Richtung Fort im Wald. Ja, und hier ist dann der Bahnhof auch zu Ende, in dem Sinne. Also gesagt, der Bahnhof ist eigentlich erst zu Ende hinter dem Einfahrtssignal der Gegenrichtung. Hier, also. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum einzigsten Bahnhof der Strecke, der noch Formsignale hat und eigentlich auch der einzigste Bahnhof auf der Strecke, der in der Woche auch Nachtruhe hat. Also Kurt Meißling ist in der Woche, hat in der Woche immer Nachtruhe und am Wochenende kommt Karm und Ford mit dazu. Die haben auch Nachtruhe. Da kommt also früh um 8, glaube ich, der nächste Fahrdienst. Übrigens ist auch in Kurt Meißling das Bild entstanden. Also das Titelbild ist auch in Kurt Meißling entstanden. Ich bin ja gespannt, wie das sich auf die Züge auswirkt. Auf den Alex. Finde ich ja etwas amüsant, dass zum Fahrplanwechsel dieses oder nächsten Jahres, ich weiß es nicht genau, ganz genau, ja die DB wieder den Zuschlag gekriegt hat fürs Oberpfalznetz in dem Sinne. So, Einfahrt frei in Kurt Meißling. Sehr schön. Ja, da fahrt ihr jetzt. Ja. In Kamm ist es ein bisschen schwierig, mit den Oberpfalzbahnen da zum Tanken zu kommen. Aber es ging bei mir leider nicht anders. So, Einfahrt frei, Ausfahrt halt in Kurt Meißling. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe schon wieder vergessen, bevor jetzt der Funkspruch kam. Dieses Stellwerk ist nicht mehr besetzt. Es sieht man, glaube ich, von außen. Wie gesagt, das Einzige, wie gesagt, in der Woche ist Kurt Meißling, der da dicht macht. Und nicht wundern, dass es. Das ist der Schnitt etwas Schlechtes. Ich habe vergessen, den Kurt Meißling, die Kamera sofort wieder einzuschalten. Ich hält. Vor dem Erdbeerfeld.
Sehe, ich habe nur einmal angezupft und schon geht er in die Knie, der Zug. So, gut, Meißling. So. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen Hintergrundmeißling. Ich glaube, da habe ich gerade mit der, da hat mich der Vater jetzt fort angerufen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja die Kamera vergessen. Ich halt. Ja, gut. Haben auch nicht viel verpasst. Kommt noch der Haltepunkt Weit Ding und Arnschwang und dann sind wir auch schon in Fortewald. Oder wie böse Stimmen meiner Disposition auch sagen, Furz im Wald. Ja. Aber find die Namensgebung ganz cool. Fort im Wald, Fort ist ja eigentlich ein Durchschlag oder ein Durchgang oder so. Eine Furz schlagen ist ja wie ein Durchgang. Finde ich ganz cool. Sind die Bedeutung der Namen herauslesen. Sowas wie in dem Sinne Durchgang im Wald. So in der Richtung. Also muss man schon sagen, dass es mit der 90er schon etwas, also ein bisschen zäh ist, hier hochzufahren. Es geht ja Gott sei Dank, aber man hat auch gemerkt, zum Teil dann auch LZ zurück mit der 218 oder so, du tust ja halt schon ein bisschen einfacher als wie HG80. Muss er dazu sagen, dass man aber auch die Steigungen zum Beispiel, also von Furt runter geht's ja. Witzig ist, du hast immer einen Knackpunkt drin auf dieser Fahrt. Und zwar, das ist die Steigung nach Maxhöhe-Heidhof hoch, egal von welcher Seite. Immer schwierig. Natürlich dann Rückzug nach Furt im Wald natürlich auch. Das ist natürlich. Wenn du einen schweren Zug von Ford hast, nicht, ist klar. Aber Maxhöhe-Heidhof hast du immer, egal von welcher Seite. Maxhöhe liegt schön auf dem Berg. Ne, wie gesagt, Kurt Meißling ist mechanisch und jetzt kommt Kais. Weiß gar nicht, wo der Furtler sitzt, ob der in Nürnberg sitzt, ob der in Leipzig sitzt. Amüsant. Ich wünschte mir wirklich mal, weiß gar nicht, ob es das gibt, ob ich nur. Wirklich gibt. Hey, die gibt's echt. Geil. Also ich bin ehrlich, ich hoffe ja jedes Mal, wenn ich nach Furt im Wald komme, dass die Ceschke 3, also die Chili Cargo, dass sie mit der Taucherbrille kommen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dass da wirklich mal eine Taucherbrille rüberkommt. Hier ist der Haltepunkt Weiding. Ich habe es nicht geschafft. Meistens sind immer die kleineren Geschirrloks gekommen und haben das weggezogen. Ich hoffe ja wirklich, dass mal eine Taucherbrille kommt und dass ich mal ein Bild von meiner Lok mit der Taucherbrille machen kann. Das wäre echt geilomat. Muss ich ehrlich sagen. Taucherbrille. Das
Oder was ich auch gern wissen würde. Was ich auch gern wissen würde, ob es das gibt. Taucherbrille wäre schon echt geil. Baureihe 753. Schön. Ah genau, GSD Baureihe 478. 753 ab 1988. Aber finde ich schon geil. Also ich würde mal so eine taube Brille gerne mal in Aktion sehen. So einfach für Signal von Armschwang. Man muss sagen, man nähert sich wirklich hier gleich hier vor dem Wald. Man muss auch sagen, dass an die Streckenführung vom Pforz im Wald, wenn ich das jetzt hier mal sehe, nach Česká Kubice, was ja der Bahnhof auf tschechischer Seite ist. Und das ist schon sehr amüsant, ist so richtig wie so eine, was soll ich das sagen? Wie so eine Schleife. Und wenn man sieht, wenn man dann die B20 oder sowas fährt, bis zur Grenze, wenn man das auf der Karte sieht, sieht es wirklich aus wie eine Furt im Wald, also ein Durchgang im Wald. Wie gesagt, normalerweise ist es ja so, man macht die Übergabe an einem Bahnhof, wo beide Bahngesellschaften reinfahren dürfen. Und es ist halt nun mal von der Deutschland zur Tschechei vor dem Wald. Also noch vor dem Wald fahren wir noch und die tschechischen Kollegen kommen von der Tschechei rüber und übernehmen unsere Züge auch ebenfalls in vor dem Wald. Ist zum Beispiel, wenn man jetzt von Plauen nach in die Tschechei fahren will, also von Adorf über Bad Brambach, ist der Bahnhof Wojtanów, der Übergabebahnhof. Ganz cooles Beispiel auch zwischen Österreich, Italien, beziehungsweise Italien und besser gesagt, Entschuldigung, Italien und Slowenien. Wenn man von Villach nach Jesenice fährt, ist der Übergabebahnhof Jesenice. Wenn man aber von Graz nach Maribor fährt, ist der Übergabebahnhof Spielfeldstraße. Spielfeldstraße ist Österreich. Was anderes ist Jesenice ist Slowenien. Finde ich cool, dass das Stromsystem des jeweiligen Landes dann natürlich auch bis zum Grenzbahnhof geht. Gut, kann man sich natürlich hier, wenn er diese Strecke sparen. Da erkennt man es dann halt nur, wo die Kollegen dann hinfahren. So, und jetzt merkt man, jetzt wird es schon wieder
steil Richtung vor dem Wald. Die letzten paar Meter von Armschwank bis vor dem Wald sind auch schon ganz schön steil. So, weit haben wir es nicht mehr. Das Witzige ist, am Anfang habe ich einen Fehler gemacht und vor dem Wald. Und zwar, ich habe abgebremst. Oder? Jetzt sind wir bei 50. Ich habe die Leistung weggenommen bei der Einfahrt und fort. Das darfst du nicht machen. Du wirst so langsamer an der Einfahrt mit dem Güterzug, dass du eigentlich die Leistung kaum wegnehmen musst. Oder sagen wir mal, früh genug die Leistung wieder erhöhen musst, sonst stehst du. So, wir unterqueren die B20. Über die B20 bin ich auch schon ein paar Mal in die Tschechei gefahren zum Shopping. So, und dann kommen wir als ein Vorsignal fort im Wald. So, fort im Wald. Überqueren wir dann noch mal eine Straße und dann geht's in einer weiten Rechtskurve in den Bahnhof rein. Und dann haben wir schon die kurzweiligen 90 Minuten überstanden. Knapp 90 Minuten. Habt das gehört? Jetzt hat sie gerade runtergeschalten, weil sie unter 50 war. Und ich habe die Leistung nicht runtergenommen. Ja, jetzt würde ich doch mal ein Stück rein. Also ein Stück hoch, meine ich. Da staut sich alles schön im Ort. So. Einfahrt vor dem Wald. Ich finde es immer ein bisschen traurig, hier einzufahren.
Man sieht ja eigentlich, dass hier Infrastruktur, also noch relativ viel Infrastruktur ist für den Güterverkehr. Aber er fährt einfach nicht den Güterverkehr. Deswegen finde ich es wichtig, schon den Güterverkehr zu stärken. Vor allem, weil ich kann ja sagen, der Zug, den wir drauf hatten, der hat Betonteile von Goldbeckwerk aus Tschechei nach Saal geliefert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Betonteile in Saal aufs Binnenschiff verladen wurden und dann die große weite Reise angetreten haben. Könnte theoretisch sein. Aber man sagt halt so, die Tonnagen, die gerade gefordert werden zu fahren, die kannst du mit der V90 nicht fahren. Oder du müsstest halt zweimal fahren und das ist halt unrentabel. Ja. Kann man auch verstehen. So, da sind wir am Fort im Wald angekommen. So, das ist nochmal Kurt Meißling, ja? Mit der schön geputzten, so 35 oder 88. In diesem Sinne bedanke ich mich für euch alle fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wird rum, per 8 Adam 9 sagt, ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.